Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, ne, zu Pikmin. Ja, ich habe genau jetzt hier weitergemacht, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Das habe ich übrigens noch nicht erwähnt, die schreiben jedes Mal einen Bericht, wenn man irgendwas Interessantes gemacht hat. Ihr könnt euch ja durchlesen, was da steht. Ich habe jetzt nicht gerade vor, das durchzulesen. Also, ihr könnt hier kurz Standbild machen, wenn ihr es lesen wollt. Ich kann aber natürlich auf die Kommentare achten und wenn ihr wollt, dass ich die Dinger vorlese, dann könnt ihr es mir ja gerne reinschreiben. So, wir sehen bei Tag 2. Jetzt haben wir erstmal so eine globale Ansicht. Beim Garten der Begegnung war sie. Ja, es kommt aus dem anderen Gebiet dort. Aber ich mache mir große Sorgen, weil der Überlichtschlüssel verschwunden ist. Ob wir ihn bei der Bruchlandung nicht weg verloren haben? Ohne ihn können wir nicht nach Hause zurückkehren. Ja, den findet man ganz am Ende. So, man kann auch ein Gespräch hier an Bord führen. Also klar, wenn jetzt nur Elf an Bord ist, ist das nur ein Gespräch von ihm alleine. Wir können uns übers Cockpit nochmal die Informationen ansehen, die wir gesammelt haben. Und ihr seht, das ist nicht wenig, was man sammeln kann. Ja, und auch hier zu den Gebieten. Kann man sich noch ein bisschen was durchlesen. Aber jetzt müssen wir mal Brittany retten. Ich denke, ab dem Punkt könnte man dann auch zu zweit spielen. Aber das Problem ist halt wirklich, dass mein Kollege keine Zeit hatte. Es liegt nicht daran, dass es jetzt Risikogebiete sind, sondern wirklich, dass er einfach keine Zeit hatte. Hier wäre sonst vorbeigekommen. Brittany muss sich in diesem Gebiet befinden. Ich darf bei der Suche nach ihr allerdings nicht vergessen, dass unsere Vorräte zur Neige gehen. Die Zwiebel ist mir gefolgt, aber wo sind die Pikmin? So, und da oben, da könnt ihr jetzt die Tagesanzeige sehen. Wenn die rum ist, dann sollte ich zumindest die Pikmins bei mir haben. Also ich muss nicht bedingt zum Schiff, Leute. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, die Pikmin sind entweder bei mir oder in der Zwiebel. Ah, die Zwiebel scheint eine Art Nest zu sein. Ja, und jetzt habe ich wieder ein bisschen Pikmin-Wissen. Es sollte möglich sein, die Pikmin über das Cockpit im Auge zu behalten. Ohne die Pikmin werden die auch komplett aufgeschmissen und irgendwas kreist um mich herum. Pikmin-Status. Das ist mir jetzt, glaube ich, neu. Ein Moment. Ja, hier, da kann ich sehen, wie viele Faulenzen, wie viele gerade was tragen und wie viele bei der Gruppe sind. Und natürlich kann ich auch sehen, was für Gegner wir schon haben. Früher gab es noch die Option, dass man denen irgendwas zu fressen dahin wirft. Wartet mal, eine Sache, die ich jetzt mal ausprobieren will. Hallo. Ich wollte einfach mal ein Foto machen. Nett. Jetzt habe ich zwei Fotos gemacht. So, und jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren, weil die Anzeige da oben, die ist kein Fake. Wir haben nur begrenzt Zeit. Und hier kann ich direkt zeigen, das kriegen die nicht kaputt. Die können nichts aus Glas kaputt machen, die normalen Pikmins. Es gibt mehrere Arten. So. Das sind die Punktkäfer. Die sind kaputt, wenn man was auf deren Rücken wirft. Die großen, bei denen funktioniert das nicht so ganz.
So, ausschwärmen, Attacke. Und hier sind Informationen drin. Ja. Ja, also mit X kann man die ausschwärmen lassen. Und bei den Zwergpunktkäfern, der Rücken ist die Schwachstelle. Wenn die ja fertig gebaut haben, lasse ich die auch eben kurz diese Wand einreißen. Aber erst, zack. Ich weiß, das sieht brutal aus. Aber das ist halt Überleben, Leute. So, und ihr da hinten dürftet gern zurückkommen. Übrigens, es wäre der Tod für die, wenn die ins Wasser fallen. Also da muss ich wirklich drauf aufpassen. Los, reiß sie nieder, die Wand. Oh, hier ist noch einer. Hier, hilf dem mal. Man selber konnte eigentlich auch irgendwie zuschlagen. Das sind noch treue Gefährten. So, erst die Eier. Das ist nämlich Nektar. Dann sind die in Blüte, dann sind die stärker. Auf dem Kopf des Pikmins blüht eine Blume. Ob sich das Pikmin jetzt auch anderweitig verändert hat? Ja, jetzt ist es stärker. Also die machen dann an Gegnern mehr Schaden und auch an den Pflanzen. Also es ist schon sinnvoll, diesen Nektar überhaupt zu suchen. Dann hat man stärkere Pikmins. Außerdem werden sie schneller. Wenn Pikmin blühen, werden sie schneller. Blatt, Knospe, Blüte. Die werden nur durch diesen Nektar zur Blüte. So, ausschwärmen. Die, was mitnehmen wollen, tun das. Pikmin holen Scherben, bis alle verbaut sind. Danach warten sie dort, wo die Scherben waren. So, und wenn die das jetzt da reingebaut haben, kann ich auch mich hier auf den Weg stellen. Und die mit der Pfeife einfach abfangen. Dann müssen die nicht bis nach da hinten hinlaufen. So, das ist ein großer Punktkäfer. Ja, von hinten sind die Angriffe wirkungsvoller. Ich kenne auch die gute Taktik, einmal drumrum, schon mal fokussieren. Und dann, wenn man genau hinter denen ist, ausschwärmen. Dann kleben die nämlich alle dran und bevor der was machen kann, ist er tot. Und jetzt wird er abtransportiert. Das ist das Gesetz der Natur, Leute. Jetzt habt ihr was gelernt. Nicht schlafen, dann bist du tot. Also die können ja da schon mal bearbeiten, wenn die da das Zeug zurückbringen. Ja, in den hohen Blättern, also in den Kleeblatt, könnte ich mich verstecken. Also hier würden mich die Viecher nicht sehen. Vorausgesetzt, meine Gruppe ist klein genug. Also wenn ich da mit 100 Pikmin stehe, dann sehen die mich trotzdem. Dann bringt auch kein Versteck mehr was, aber man ist dann eigentlich auch gut genug gewappnet. So, und ich habe jetzt fast 50 Pigments. Also damit habe ich vorerst auf jeden Fall genügend. Ich versuche von jedem mindestens 100 Pigments zu haben, damit ich für jede Sache gewappnet bin. So, haut mal den Rest der Kleinen, danke. Und dort ist Brittany. Da liegt Brittany. Komme ich etwa zu spät? Nein, das schaffen wir noch. Brittany, bitte seien Sie noch am Leben. Nee, die lebt noch. Bist du hier in der Nähe? Entschuldigung, ich bin wohl eingenickt. Ja, du lagst ja die ganze Nacht. Hast du dich etwa erschreckt, aber diese Schlafposition ist nun mal die gesündeste. Na egal. Wie wichtiger ist, dass ich hier in der Nähe eine große Frucht entdeckt habe. Ich komme hier aber nicht raus. Kannst du dir das an meiner Stelle mal ansehen? Ja, dafür brauche ich erst die Felspigments, um die rauszuholen. Und da ist die Frucht. Eine Erdbeere. Die heißen hier aber alle anders, die Früchte, Leute. Also nicht wundern über die Namen. Ui, das ist ja noch
größer, als ich gedacht hatte. Wenn das wirklich eine Furcht ist, wäre das eine unglaubliche Entdeckung. Ich sollte das Objekt von der Drake untersuchen lassen. Aber wie kriege ich es dorthin? Ja, dafür haben wir unsere kleinen Freunde. 6 sollten reichen. Ihr bringt das schon mal zurück. Ich gehe am besten mal hinterher. Ich muss sie nämlich einsammeln. Kommt, jetzt helft denen doch mal. Ach, die faulen Knirsche. So, Früchte werden immer zu Drake gebracht. Objekt geborgen und jetzt wird's analysiert. Oh, da war ich von der Drake. Analyse wird durchgeführt. Ja, eine Sonnenkernbeere. Ich finde es übrigens interessant, dass das alle Drecks in den Mixer gerät. Ja, sie enthält große Mengen an Pikaminu. Frucht enthält außerdem mit dem Ökosystem von Kuppel kompatible Samen. Der Saft dieser Frucht ist für Mitglieder des Forschungsteams trinkbar. Prognose delikat. Manche von den Früchten geben auch mehrere Becher. Ich lege für die Früchte, die wir sammeln, auf dem Cockpit eine Fruchtdatenbank an. Ja, und das sind alle Datenbänke, die man sammeln kann. Anfangs ist das Spiel noch leicht. Das wird erst im späteren Verlauf heftig. Ich weiß nicht sehr viel über Pflanzen. Ich werde Brittany bitten, in Zukunft die Analysen der Früchte zu übernehmen. So. Wir haben unsere erste Frucht. Ich dachte kurz, ich hätte noch mal einen Schmetterling gesehen. Also ich versuche in jede Folge einen Tag reinzubringen. Wir müssen jetzt eh hier lang, weil wir Brittany ohne die Felspigmen nicht rauskriegen. Rote Pigmen sind gute Kämpfer. Wie gesagt, Leute, ich habe das erste durchgespielt, deswegen weiß ich, wie die alle heißen, wie das Spiel funktioniert. Ja, was ist das? Und das Ding muss ich jetzt umnieten, dann sind meine nächsten Freunde drin. Ich muss aufpassen, dass ich nicht unter den Schatten gerate, weil das wäre mein Tod. Und der vieler meiner Freunde. Und da sind meine neuen Kumpel. Die Fels-Pigmen. Die können Glas kaputt machen. Ja, das sind auch Pigments. So, und der eine führt es jetzt vor. Ob sie zerbrechen wollen? Es bringt mehr, sie zu werfen. Geschafft, das war's. Jetzt ist die nächste Zwiebel frei. Da war also eine Zwiebel drin. Jetzt habe ich mehrere Arten von Pigment und kann mit Hilfe von L und R wählen, welche ich werfen möchte. Ist auch wichtig, dass man verschiedene hat. Ja, ich kann wählen. Man kann auch so den Anführer wechseln. Ich teile die Pigment in Gruppen auf. Ja, wenn ich Y drücke, dann werden die direkt aufgeteilt. Dann kann man sich halt bestimmte Pigments mitnehmen. Ja, das nehmt ihr gleich mit. Ja, die sind eine besonders harte Sorte. Warte mal. Das sind genau 6. Ihr geht dahin und ich hole so lange eure Freunde raus. Wir brauchen jetzt halt ein paar mehr von denen. So. Da ist nichts Lebendiges drin, da ist nur Information. So. Die Anzahl übrigens, was man da mehr hinschmeißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mehr rote als Felspigmen hinschmeißen würde, dann würden Felspigmen dabei rauskommen.
Was ihr da macht, ist absoluter Unsinn. So, hier. Aufgeteilt. Jetzt kann ich die da drauf werfen. Und die nehmen das jetzt mit. Jetzt müsste ich einiges am Felspigment haben. Die Zwiebel kommt übrigens von allein hinterher. Wenn ich gleich wieder zum Schiff gehe. Also ich will auf jeden Fall noch Brittany retten. So. Hier müssen wir jetzt nicht mehr sein. Wir können uns natürlich noch die neuen Tipps ansehen. So, und dann rennen wir mit unserer kleinen Mini-Armee. Wir müssen jetzt hier einmal drumherum. Zehn gegenwerfen sollte reichen. Ne, 20 waren's. Also man braucht 20 Pigments, um die Wände zu zerstören. Wir holen auf jeden Fall jetzt zuerst Brittany raus. Haut das kaputt. So, Brittany ist frei. Endlich bin ich draußen. Ich bin nicht dafür gemacht, unter freiem Himmel zu schlafen. Außerdem habe ich Hunger. Ja, das Problem löse ich noch. Huch, was sind denn das für Wesen? Aha, Pikmin also. Irgendwie niedlich. Oh, Alf, sieh dir das mal an. Die Frucht, meinte sie. Da ist eine riesige Frucht. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Zuerst wirft man nämlich sie dahin. Und dann wirft man die Pigments rüber. Ja, und jetzt kann ich sie aussuchen. Ja, man kann in zwei Einheiten aufteilen. So, jetzt nehme ich Brittany. Nimm die. Und werf die Pigments hoch. Jetzt kann ich wieder da runter. Und kann natürlich auch so zwischen den beiden wechseln. Und ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber hier ist was vergraben. Oder ist das ein Stein? Nee, ist ein Stein. So, jetzt konnten die sich alle in die Blüte schmeißen. Setze auf den Kopfradar mit A ein Ziel. Der momentan ausgewählte Anführer bewegt sich dann dorthin. Sogar dafür gibt es eine Datei. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Auf den Kopfradar gibt es die Funktion Ziel. Ja, man kann dann einen einzelnen dahin schicken. Wir sollten auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir können demjenigen, den wir da hinschicken, natürlich auch Pigments mit auf den Weg geben. So, bevor wir jetzt den einsammeln. Glas kann man nur mit dem Felspigment kaputt machen. So, das dürfen die jetzt aber mitnehmen. Da sage ich nichts gegen. Und jetzt zuallererst Abtransport, Leute. So. Jetzt ist hier gleich eine Brücke fertig. Okay, da fehlt offenbar noch ein Stück. Das ist hier oben drin. Einfach draufwerfen. Und die machen den Rest. So. Und
Jetzt kann ich hierüber den Tag beenden. Dann reisen die ab. Pikmin, die keinen Anführer folgen, werden zweifellos von den nachtaktiven Kreaturen angegriffen. Ja, und die werden noch gefressen. Also innerhalb dieses Bereiches sind sie sicher. Also ich muss jetzt nicht unbedingt hinterher rennen. Wenn die bei der Zwiebel sind, sind die safe. Ja, sie sind nur in der Nähe von der Zwiebel, in der Zwiebel natürlich und in der Nähe von Anführern sicher. Ja, ich sollte besser die Pikmin zurückrufen, die gerade nicht in meiner Gruppe sind. Ja, aber zum Einsammeln alle Pikmin hin und her zu laufen, könnte recht anstrengend werden. Ja. Wenn man in der Nähe von der Drake ist, dann werden die zurückgerufen. Ja, ist keiner mehr da, ne? Dann let's go. Also ich habe höchstwahrscheinlich die Folge ein bisschen kürzer geschnitten, weil die Folge bisher 26 Minuten ging. Aber ich versuche es hauptsächlich an Cut zu lassen. So, jetzt sind wir wieder im Orbit. Und jetzt passiert was Wunderbares, die Zwiebeln, die verschmelzen nämlich. Also jetzt habe ich nicht zwei Zwiebeln da stehen, sondern wieder eine. Ja. Sind verschmolzen und jetzt habe ich eine doppelte. Hier gibt es mehrere Zwiebeln, verschmelzen sie zu einer einzigen. Also die haben auch kein Problem damit, den Platz zu teilen. So, den Rest analysieren. Den Gelbsaurier. Ist sauer. Und gibt halt mehrere. So. Die Sonnenkernbeere. Da können auch Mischungen entstehen. Ich teile dann mal die Ration ein. Alf kommt auch ruhig mit etwas weniger aus. Sehr schön, wir sind noch ganz gut versorgt. Ja, und das war Tag 2. Man sieht auch, wie viele Pigments man verloren hat und was man alles eingesammelt hat. So, und wie beim letzten Mal mache ich hier jetzt Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Und ich versuche, die Folgen jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Also, ciao Leute.